Ergebnissen, der er lange, lange Zeit geführt hat, drei Viertel des ersten Rennens, muss sich jetzt schon des Angriffs von Juri Vips erwehren, der auf der Innenseite reinkommt und erstmal alles bügelt, was da nicht nied- und nagelfest unterwegs war. Allerdings hat man die Rechnung jetzt ohne den zweiten Ass-Racing-Piloten gemacht. Denn da ist Camila Liberté von Amersfoort Racing, sorry. Dort unten sehen wir da gerade noch ein Bild. Rechts unten auf der Grasnarbe. Da liegt der Front. Nielsen schon wieder um 0,8 Sekunden weg. Er gibt das Tempo vor. Er macht die Pace da vorne an der Spitze. Vips hat auch 0,6 Sekunden Vorsprung auf den dahinterfahrenden Jonathan Aberdeen, aber der spürt den Druck von Drugovic. Eine Folge dieses Schadens, den er sich dazugezogen hat. Und hier sehen wir jetzt Jonathan Aberdeen, der Südafrikaner, schon ein kleines bisschen mal ausscheren. Ausscheren machen auch die einen oder anderen, allerdings nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Das wiederum kommt jetzt natürlich Niklas Nielsen sehr entgegen, der als Zweitplatzierter direkt mal wieder ein paar Meter gut machen kann. Aufgrund dieses Angriffsversuches von Felipe Drugovic. Angriffsversuch wo startet? Es ist Fabio Scherer über die Außenbahn gegen Felipe Drugovic, muss aber einsehen, dass das relativ wenig Sinn gehabt hat. Versucht es aber ein zweites Mal, und zwar im Bereich Kurve 2, ebenfalls über die Außenbahn. Sieht sich jetzt aber und gerade noch so ein Stückchen beiseite gehen konnte. Das wäre natürlich außerordentlich ärgerlich gewesen für Drugovic. Aber alles gut gegangen. Er ist noch im Geschäft. Wird geführt momentan an Position 12. Kimloy Schramm hat übrigens die Fahrt auch wieder aufnehmen können. Also offensichtlich war dieses langsame Fahren auf der Gegengerade eher ein Resultat eines Drehers. Denn Schramm ist in der Zwischenzeit wieder mit dabei, fährt allerdings an der 3. Wieder eingefangen an der Spitze. Diesmal von Felipe Drugovic. Der zieht, mit Verlaub gesagt, dann auch irgendwie Fabio Scherer noch hinter sich her. Und auch Juri Vips ist da. In der führenden Position zu halten, denn Armstrong war da sehr, sehr ordentlich weggekommen, der Bremer Power Team Pilot. Der sich auf Rang 2 erstmal hinten anstellt, da geht es stumpf geraus für beide durchs Kiesbett. Laliberté und auch Armstrong stehen im Kies und ich bin mir sicher, dass die da nicht rauskommen. Ich behaupte, wir werden jetzt gleich eine Full Course Yellow sehen, beziehungsweise das Ganze gibt es ja in dieser Form nicht als Full Course Yellow, sondern das gibt es dann als Safety Car. Da bin ich mir sehr sicher, dass das wohl kommen wird, weil zwei Fahrzeuge im Kiesbett einfach drinstecken. Es hat keinen Anschlag gegeben, aber die nächste Saison weiter ist da nicht los. Kurzerhand an der Spitze das Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr herausbekommen. Und wie gesagt, die Herren Söderström und Zendeli als Nach. Der Startaufstellung. Die nächsten, die dort unten vonstatten gehen, ist schwierig da wieder rauszukommen, funktioniert aber glücklicherweise. Der Ass-Racing-Piloten, der seinem Team von den beiden Seite gefahren wäre, hat es aber noch geregelt bekommen. Ich glaube, der Andreas Essner ist dahinter und schaut sich das erstmal in aller Seele an. Unterdessen hat
Waldherner nochmal alle Hände voll zu tun mit Felipe Drugovic. Und das war's dann für Herrn Waldherr. Ich fürchte allerdings auch für Felipe Drugovic. Gewaltiger Schlag.